SPD besteht heute aus zwei Parteien. Sie werden noch zusammengehalten durch eine gemeinsame Tradition, durch einen gemeinsamen Namen und durch eine gemeinsame Organisationsstruktur. Eine dieser beiden Parteien, die heute sich Sozialdemokratische Partei nennen, wäre für uns, für die CDU, CSU, durchaus koalitionsfähig. Das ist die SPD, mit der wir in den Jahren 66 bis 69 trotz vielen Schwierigkeiten, ich war Finanzminister, Kollege Schiller war Wirtschaftsminister, eine gute, vernünftige Politik machen konnten. Wir hatten manche Probleme, manche Schwierigkeiten, manche Schwächen, aber im Großen und Ganzen war das eine regierungs- und entscheidungsfähige Politik, die wir damals getrieben haben. Aber diese SPD gibt es heute nicht mehr. Und der, der die SPD auf den falschen Pfad geführt, die Weichen falsch gestellt hat und die Rückkehr heute verbaut, heißt Willy Brandt.